Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic 1. Wir haben die zweite Folge mit Lester in dem Stein hier. In diesem Schloss. Ja, letzte Folge war ein bisschen komisch durch den Typen. Muss ich glaube ich nichts zu sagen. Aber gut. Wow, danke, geil. Also, mega gut die Szene. Wow, also Spiel hast du richtig geil gemacht. Das macht den Wiederspielwert ganz hoch, ganz hoch. Hammer. Meine Fresse, ist das ein Scheiß, der hier ist. Was haben wir denn hier? Wow. Ja, geil. Na komm, lohnt sich nicht. Was sind die noch höher? Die Dinger, die Harpien. Oh. Also es ist interessant, die stehen zuerst und dann im Kampf fliegen sie. Eigentlich auch nicht zu laut, finde ich. Also die sind ganz angemessen laut. Also da kann man mich auch doch sehr gut verstehen, wie ich dahinter stehe. Also das finde ich, ja doch. Finde ich auf jeden Fall sehr gut gemacht vom Spiel, dass diese Lautstärkenausgleiche da laufen. Na. Oder auch, dass das so gut funktioniert mit dem, mit der Wegfindung, dass die ja wieder nach unten kommen. Geil. Also finde ich, das finde ich gut. Problem ist, es klingt so, als würde ich mich über alles beschweren, aber sorry, ich kann mich hier nur über alles beschweren. Warum spiele ich dieses Spiel, werden manche fragen, weil ich die Story geil finde. Habe ich einfach gerade alles keine Lust drauf. Sorry. Habe ich keine Lust drauf. Oh. Nice. 200 Erdbrocken, das kann man mal nicht schlecht. So, hier ist nix. Weiter zumindest. Und? Hast du irgendwas? Oh, da gibt's dann noch eine Leiter. Gut, dass du es siehst. Mir ist gut, dass man Leiter nicht wieder zu kann, wenn der andere 10 Meter darüber ist. Also, das macht den Spielspaß ganz weit nach vorne. Achso, Erfahrung 200 durch nichts tun mal wieder. Jetzt auch nochmal nach oben. Hier ist aber nichts. Ich denke, es ist wirklich ganz oben. Bitte lass mich mal zuerst. Im Gegensatz zu NPC habe ich begrenzte Geduld nur. Weil da wieder super tolle, neue, abwechslungsreiche Gegner sind.
Okay. Okay. Siegbringer. Muss ich gerade mal gucken, ist das besser als mein jetziges? Sechsundvierzig, mal 56. Okay. Jetzt. Jetzt bin ich ganz oben und dann komme ich auch nicht weiter, oder wie? Hä? Mich regt es halt auch ein bisschen auf, dass ich die ganze Zeit diesen Ton, die Nacht habe, nicht den Ton. Hier ist auch nix. Hallo Lester. Nein, habe ich noch nicht. Aber vielleicht ist in dieser Bibliothek ja auch der Schlüssel. Weiß es nicht. Warum guckt er nicht selbst in der Bibliothek? Na Mann, was ist das denn? Ich war doch gerade sogar irgendwann mal in einem Raum mit vielen Büchern. So, hier ist eine Bibliothek. Ach so. Ich weiß nicht, ob das die Bibliothek ist. Keine Ahnung. Wisst ihr das? Ich weiß es doch nicht mehr. Ja. Also in der Bibliothek ist nichts gewesen. Nichts zu sagen, glaube ich. Ich habe gerade null Bock auf dieses Spiel mittlerweile. Es ist wieder Tag.
So, weil dieses Spiel so gut ist, kann das Let's Play dazu auch dementsprechend gut sein. Passt also alles. Geil. Also es ist wirklich super. Also es doch gefällt mir. Also ist finde ich toll. Auf jeden Fall. Muss ich sagen. Also 10 von 10 IGN ist drin. Ja, auch dafür, dass das so gut funktioniert. Finde ich, kann man sich nicht beschweren. Nein, das geht nicht. Okay, ich werde einfach gleich mir die Objekte cheaten, das ist dann auch relativ egal. Kann man machen, muss man nicht. Es ist halt notwendig bei dem Spiel, ist das Problem. So. Hier ist ja keine Bibliothek. Ja, also, ne, was ich sagen muss, das Spiel ist toll. Also, das ist echt toll. Achso, da ist ja nichts mehr. So,
Kann ich darauf klettern? So, da ist schon mal der Fokusstein, das ist zumindest etwas. Wo ist diese scheiß Urkunde? Alter. Ich guck noch mal im Internet nach. Okay, angeblich soll das irgendwo hier sein. Bibliothek mit so einem fucking geheimen Raum. Aha. Ist hier nirgendwo. Okay, wusste gar nicht. Ein neuer Raum. Oh, was ist denn jetzt passiert? Was ist jetzt passiert?